Krach. Arschdublief. Thank you well. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in den Niederlanden. Nein, nicht ganz, aber in einem Land, das sehr viel mit den Niederlanden zu tun hatte. Und das liegt sehr, sehr südöstlich. Also hat kulinarisch viel damit zu tun? Ja. Indonesien? Ja, du hast natürlich wie immer vollkommen recht. Es geht um Indonesien, Leute. Da gibt es richtig geile Grillrezepte. Und Nora, für dich, bevor wir jetzt anfangen, bist du Spießer? Ich hoffe schon, weil... Vor allen Dingen beim Grillen ist mir ganz wichtig, dieses Spießer-Dasein ist besonders wichtig. Genau, wir machen Noras Spießertum, treiben es auf den Gipfel und heute gibt's was vom Spieß. Ja, ich freue mich. Freddy? Nora, hast du Bock? Ich habe total Bock. Soll ich dir mal direkt den Star der Show zeigen? Ich bitte darum. Und die Kamera geht natürlich auf dich. Aber wir müssen hier aufs Hühnchen. Guck dir das mal an. Ich habe unglaublich schöne Hühnerbrüste mitgebracht. Und die sind der Star, denn wir machen, ich kann es ja jetzt endlich verraten, wir machen Satay-Spieße. Ein absolut klassisches Gericht von der Insel Java. Richtig. Und dieses Gericht, was wir machen, ist sehr, sehr klassisch. Kommt da wirklich her. Man kann belegen, dass es auch da wirklich gegründet wurde. Und das Gericht an sich heißt Satay Madura. Also das ist quasi dieses Ding, was wir machen mit dieser Satay-Soße bzw. dieser Erdnusssoße. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier schon einen großen Haufen Erdnusssoße. Das scheint hier große Basic zu sein oder die das Basic? Das ist auf jeden Fall ein Basic. Wir machen zwei Sachen. Wir machen erst eine unglaublich geile Marinierpaste. Na, da kommen so mannigfaltige Sachen rein, die du hier stehen siehst, wie Tamarinde, wie Palmzucker, wie Knoblauch, Schalotten, Kumin, Kurkuma und Koriander. Also richtig, so richtig Asiat. Bei uns sagt man, meine Oma hätte gesagt, oh Junge, das ist aber exotisch. Ich mag deine Oma. Ja, ne? Und das ist es quasi heute. Das grillen wir richtig an, beziehungsweise ich möchte, dass du heute einmal grillst. Ich werde dir die Dinger nachher aufspießen und dann sehen wir heute Pitmaster-Stress. Was ist Pitmaster-Stress, Nora? Grill. Ich mag den Begriff. Das ist die Folge, auf die jeder gewartet hat. Wir sollten das auch anteasern bei Instagram und so vorher, damit dann auch wirklich die Einschaltquote da ist. Das wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Pitmaster-Stress, Nora ist heute am Start. So, das ist der Gameplan. Hervorragend. Und wir starten eigentlich relativ easy. Ich würde sagen, du schüttest hier die schöne Paste zusammen. Du musst das dann nämlich schön pürieren. Mhm. Und ich kümmere mich derweil um die Hühnerbrust. Ganz hervorragend. Schneide schon mal in Stücke. Was hältst du denn davon? Da halte ich sogar sehr, sehr viel von. Freddy, eine Frage noch. Hätten wir dazu noch 45 Jahre Zeit, bevor wir anfangen? 45 Jahre? Ich habe da so Bindungsängste, das weißt du doch. Ich weiß, aber ich habe noch was vor. Würdest du mit mir jede Insel Indonesiens bereisen für einen Tag? Dann würden wir original 45 Jahre dafür brauchen. 45 Jahre? Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Mit dir? Mit mir. Irgendjemand? Anyone? Interesse? Wenn er keinen Bock hat, ich würde es auch mit jemand anderem machen. Ich bin da nicht so wählerisch. Ich wurde gerade gerufen. Ah ja, ich glaube, ich muss auch los. Ja, alles klar. Okay. Ciao. Alles klar. Ich freue mich. Chilischote ist mit drin. Ich mache dir hier schon mal so ein Knoblauchstück ab. Mhm. Wie haben wir da diesen unglaublich riesigen Knoblauch, aber... Es ist seit Wochen immer der gleiche, muss man sagen, aber er wird einfach nicht leer. Ich hab schon zu unserem Einkäufer gesagt, ich glaube, ich werde nie wieder im Leben eine andere Knoblauchknolle. Ist doch nicht nötig. Weißt du denn, also dieses Wort Satay kam mir früher immer sehr spanisch vor. Oh, Freddy, es fängt schon wieder an mit den Zwiebeln. Ich kann es einfach nicht. Nee, wenn du weinst, ist ja auch okay. Die Definition von Satay ist einfach nur Fleisch mit Soße. So viel schon okay. Mal dazu. Und wer hat dann sich überlegt, dass es dann eine Erdnusssoße wird? Das ist von Insel zu Insel unterschiedlich. Hatte ja gesagt, das hat mit Java. Also das ist ein Java-Rezept. Und es gibt aber zig unterschiedliche Soßen oder Beigaben zu den Spießen. Was halt immer gleich bleibt, ist Satay. Und das sind, wie gesagt, die Spieße mit Fleisch. Wie sieht es bei dir aus? Schlecht. Freddy. Ja, schlecht. Soll ich dir vielleicht zur Hand gehen? Weil ich habe hier schon fertig geschnitten. Nein, ich bin auch quasi fertig. Das hier, da mache ich die Kerne wieder raus. Oder lassen wir die diesmal drin? Du kannst sie auch heute mal drin lassen. Das Letzte, was ich jetzt hier noch reinhobe, ich weiß nicht, ob man das ganz gut sieht hier, das ist Palmzucker. Sieht aus wie eine halbe Aprikose. Indonesien hat ja die geilsten Lebensmittel überhaupt. Ne? Die haben Kokosmilch, die haben Palmzucker, die haben Jackfruits, die haben alles, was Spaß macht und was du hier für Zehntausende von Euro importieren musst. Eine der Sachen ist halt Palmzucker. Also das ist gegossener Zucker, gekochter und gegossener Zucker von
Der Palme. Richtig, von Palm. Klasse. Ey, abgeleitet. Ne? Und das reibe ich hier rein. Das kann man auch schneiden. Willst du mal probieren? Darf man es auch so essen? Dann musst du den Leuten da draußen aber erklären, wie das schmeckt. Kriegt ihr übrigens im Asiamarkt bei euch. Also ist jetzt nichts mega fancy-mäßiges. Da reibe ich hier noch so einen Teelöffel von rein, circa. So. Und? Mhm. Schmeckt nach Zucker. Schmeckt nach Palme. Surprise. Aber schmeckt gut. Es ist nicht so, schmeckt nicht so fies, künstlich süß, genau, sondern so ganz angenehm. Genau, es ist kein raffinierter Zucker, ist ja auch kein künstlicher Zucker, sondern es ist ja wirklich purer Zuckersaft, der Kraft gepresst ist. Gute Alternative auf jeden Fall. Ich ein Schüsschen Öl. Einen kleinen Schuss Öl rein. Das ist jetzt nichts Fancyes, das ist einfach nur stumpfes Rapsöl. Stumpfes Rapsöl. Und jetzt kannst du eigentlich zur Pastung schreiten. Ich halte das fest und du passt es rein. Sehr ganz gut. Hervorragend. Man hätte es nicht besser machen können. So sieht diese wundervolle Paste aus. Und auch wenn die jetzt so ein bisschen aussieht wie so Baby-Kürbis-Pü. Aus dem Gläschen gibt es demnächst so von... Riech mal, das ist nichts, was der Doktor auf dem Feld pflanzen kann. Das ist auch nicht, was es dem Baby-Gläschen geben sollte. Unglaublich geil. Es riecht sehr, sehr gut. Das riecht unglaublich gut. Und ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie wir das jetzt gleich hier, beziehungsweise du, gleich mit so einer sexy Musik die Hühnerbrüste hier einreibst. Ja? Die Hühnerbrüste. Bevor, ich gebe dir die, ich stell die hier schon mal hin, das kannst du da drin nämlich nicht machen. Was jetzt noch fehlt, ist, um diese Paste zu machen, beziehungsweise diese Marinierpaste, brauchen wir noch einen Schuss Ketchup Manis. Das ist das hier. Ketchup Manis. Willst du ganz kurz was zu Ketchup Manis sagen vielleicht? Ketchup Manis, also viele Leute kennen ja aus der japanischen Küche Sojasauce. Ja. Das ist auch Sojasauce, aber das ist eine indonesische Sojasauce, die halt viel süßer ist, weil auch Palmzucker mit drin ist. Mmh. Also es ist quasi eine süße, gesüßte Sojasauce. Und da nimmt man zum Marinieren Teil 1:1. Das heißt, wir haben Hälfte der Paste, Hälfte von der Soße. Du sagst, es ist süßlicher als Sojasauce, aber ist es auch genauso salzig? Weil wenn du jetzt sagst, dass du die Hälfte davon von dieser Soße reingibst, dann muss man ja schon noch einen Humpen dazu trinken, sag ich mal. Das stimmt. Probier doch einfach mal und sag mir, was du denkst. Okay, es ist viel süßer. Ich würde es jetzt nicht löffelweise da in mich hineinschlingen, aber es schmeckt nicht so, es ist ein bisschen dickflüssiger, habe ich das Gefühl. Genau, es ist durch den Zucker, richtig, genau. Kannst du mir geben? Hau ich weg. Du nimmst hier einfach einen Handschuh von mir. Kannst auch zwei haben. Du musst ja ordentlich massieren. Ganz richtig. Und genau, rührst hier erstmal ein bisschen die Paste rum und dann packst du das alles in die Hühnchen. Und ja, guck mal, ja, richtig reinpusten. Aufblasen und reinstecken. Tschüss. Ich rühre da mal. Genau, sehr gut. Also ich würde sagen, schlecht püriert. Das stimmt, die lässt dann, machst du einfach mit, ist ja Marinierpaste. Und wenn ihr jetzt gleich seht, wenn Nora das endlich mal irgendwann mariniert hat, lasst ihr das einfach abgedeckt im Kühlschrank so mindestens eine Stunde stehen, dann zieht das alles ein. Wir haben ja auch ein bisschen Säure mit drin und ne, das Salz vom Ketchup Manis und so zieht alles richtig schön ein, ist mariniert vor sich hin und das gibt uns dann Zeit in der Stunde. Da sind rohe Zwiebeln drin. Wir machen jetzt noch die Satay-Soße, denn wir brauchen ja auch eine schöne milde Soße zu dem scharfen Pastending, was du da gerade guter Übergang. Danke, habe ich geübt in der Pause, als du Wein warst. ich stelle dir das mal hin und du brauchst eigentlich alles nur zusammenwürfeln. Wir haben hier einmal die Erdnussbutter. Alles? Mach alles. Vielleicht brauchst du einen Löffel. Das hätte funktionieren können. Könnte hilfreich sein. Grazie. Knoblauch. Ist keine Zwiebel, die dürftest du gleich einmal dünn schneiden, beziehungsweise einmal würfeln. Wird der hier gleich noch was püriert oder muss ich so fein? Nee, lass das ruhig drin. Du kannst, wenn es geht, sehr fein schneiden. Dann kann ich in der Zwischenzeit nämlich einmal erzählen, worum es jetzt eigentlich
bei dem ganzen niederländischen Teil geht. Weißt du, was es damit auf sich hat? Tja, jetzt stellst du mich natürlich als Geschichtsjunkie da. Erzähl doch einfach mal, Brenny. Also, grob weiß ich, aufgrund der Kolonien. Richtig, so, genau. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also eigentlich ist es das auch schon. Ah, dann weiß ich es. Ganz gut. Indonesien war ja sehr lange niederländische bzw. holländische Kolonie. Und da gibt es natürlich auch viel Austausch. Ne? Also die Seefahrer fahren hin und die Seefahrer fahren zurück. Und wie man das früher als Seefahrer so gemacht hat, nimmt man auch immer Sachen damit hin und damit zurück. Eine Sache ist den Holländern bzw. Niederländern aber hängen geblieben. Das ist diese Saté-Soße. Also wenn man in Holland ist, es gibt eine unglaubliche Kultur für Saté. Also es heißt da nicht Satay, so wie in Indonesien, sondern Saté. Mit Apostroph de Gu, und überall, also gute Pommes in Holland sind mit Erdnusssoße, mit Saté-Soße. Tatsache. Frittiertes mit Saté. Ja, du hast und recht. Da ist quasi, diese Völkerverständigung, beziehungsweise wieder dieses Fusion oder diese Infusion von Kultur, kulinarischer Kultur, die wir hier oft haben in den Ländern. Also es gibt eigentlich kein Land der Welt, das nur für sich steht. Alles ist immer ein Zusammenwürfeln aus vielen Eindrücken, aus vielen verschiedenen Ländern, aus Handel, aus Kolonien, aus etc. etc. So. Sag mal, Freddy, also heute hast du mich hier aber wirklich jetzt auch beeindruckt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Während du da noch hackst, mache ich den Rest rein. Und zwar ein klein bisschen Salz packen wir hier rein. Ja. Dann zu der Erdnusspaste. Die übrigens, oh, das ist auch noch ein geiler Fakt. Mhm. Also eigentlich macht man diese Satay-Soße in Indonesien aus echten Erdnüssen. So, es gibt aber, also echte Indonesier haben mir gesagt, es ist okay, wenn man Erdnussbutter bzw. Erdnusspaste nimmt, aber nur einer ganz bestimmten Marke, die ich jetzt natürlich hier nicht sagen kann, aber es ist eine sehr große. Das natürlich jetzt. Es ist eine sehr große niederländische Marke. Da sieht man auch wieder, abgefahren. Die haben wir hier natürlich auch gekauft. Gut, also ich glaube, jetzt können viele eins und eins zusammenzählen. Genau. Das ist ja diese eine Bekannte, nicht wahr? Ich glaube, die meisten kennen sie. Wasser gebe ich hier rein, genauso viel im Verhältnis 1:1 passte Wasser. Nora, wie sind wir damit zufrieden? Das sieht gut aus. Kannst du da einfach reinschütten. Das sieht sehr gut aus. Ein bisschen Chili bräuchten wir noch. Machen wir eine. Das andere ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu scharf. Auch da seid ihr die Architekten, wie scharf ihr das mögt. Auch hier ganz klein, oder was? Genau, einfach auch nochmal so durchhacken. Macht die Größe der Chilischote einen Unterschied in der Schärfe, Freddy? Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Also es gibt sehr kleine Chilischoten, die sehr, sehr scharf sind. Manche Farben, also manche sagen auch, es geht um die Farben, also dass Grün nicht so scharf ist wie Rot und sonst wie. Aber es gibt so viele unterschiedliche Chilisorten auf der Welt. Ich bin da schon oft reingefallen. Deswegen würde ich aus Erfahrung sagen, nein, es ist nicht so. Es ist immer eine Wundertüte, wenn man reinbeißt. Ganz hervorragend. So. Und Überraschungen lieben wir. Danke. 2 Esslöffel Ketchup Manis von dieser wunderschönen Sojasauce. Und ein klein bisschen Palmzucker reibe ich auch noch mal rein. Für die letzte Süße. Und dann, Nora, gebe ich das einfach ganz kurz auf den Grill. Lass den, Topf, lass das einmal warm werden, damit sich das alles schön verteilt. Aber nur erwärmen, nicht kochen lassen. Genau, nicht kochen, weil, wenn ihr das aufkocht, kann es sein, dass sich das Öl von den restlichen Zutaten trennt. Ja. Ich sag mal so in der Küchensprache. Eine Küchensprache ist ja immer eine sehr roughe Sprache. Wenn nicht, müssen wir es wegpiepen, heißt das abgeschissen. Also es das heißt wirklich so, wenn irgendwas, auch eine Mayonnaise sich trennt und nicht emulgiert, nennt man das leider so, also ist so. Und das wollen wir da vermeiden, deswegen gucken wir uns das Ganze nochmal an und hoffen, dass das nicht abscheißt. Gucken wir das uns einmal an und hoffen, dass wir es nicht aufkochen lassen. Und dann, Nora, würde ich sagen, du holst die Sachen aus dem Kühlschrank. Ich koche das einmal auf und dann gehen wir ans Spießen. Oh, ne? Wir sind ja hier wegen des Spießertums. Richtig. Wollte ich dir noch gesagt haben, also ich nehme 2 Spieße nebeneinander, damit wir mehr Stabilität haben und dann spieße ich das. Gut. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann spießt du genau. Spieße ich das einfach mal hier so. Genau. Da spießt du einfach mal auf. Genau. So bis zu einem, bis zu 2/3 runterziehen und dann spießt du. Sollen wir das ab jetzt immer so machen, dass wir gegenseitig unsere Sätze Baum. Machen wir so. Das funktioniert nicht. Aber gut, dass du da bist, Nora, denn für meine Saté-Soße, die ich jetzt hier angerührt habe, ich habe eben noch 2-3 Tropfen von geröstetem Sesamöl reingepackt. Das ist ziemlich geil, einfach dieser volle Sesamgeschmack. Und was noch fehlt als i-Tüpfelchen, sind so 2 Teelöffel von dieser wunderschönen Marinade. Die packe ich hier einfach noch rein, heiz das dann gleich nochmal auf
Soll ich dir helfen? Oder? Nee, ich glaube, es geht. Soll da noch mehr? Das ist schon sehr massiv, sage ich mal. Das reicht. Mach lieber noch einen zweiten Spieß. Mhm. Kann ich dir den rübergeben? Warte. Achtung, Salmonellengefahr, ganz hervorragend. Direkt. Angefasst Salmonellen. Aber das Salmonellen ist schon was Fieses, muss man sagen. Dafür muss man gut aufpassen. Das stimmt. Ich habe hier noch was mitgebracht. Da erzähle ich dir aber gleich drüber, wenn wir es anrichten. Ich habe aber noch was mitgebracht. Und zwar das hier. Salat? Nein. Salatblätter? Das hier sind, guck mal, wie groß das ist. Die sind echt groß. Das sind Perea-Blätter. Auch bekannt im Japanischen unter Shiso. Hast du bestimmt schon mal gehört. Gehört, aber ich kann mir tatsächlich jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Und das sind halt Blätter, die besonders in der asiatischen Küche sehr viel verwendet werden. Die sind essbar, die sind lecker. Du kannst ja mal so ein Stück probieren. Mhm. Die schmecken so ein bisschen nach Schokolade und Minze. Ist so ein, also wenn diese Blätter nach Schokolade und Minze schmecken, dann habe ich jetzt den absoluten Diät-Clou für alle. Also ja, wenn diese Blätter das ersetzen. Merkst du? Und traditionell wird halt in der asiatischen Küche viel damit gekocht. Und aber, weil in Indonesien isst man ja auch mit den Händen viel. Ne? Rechte Hand. Rechte Hand, wichtig, genau. Grundsätzlich rechte Hand, linke Hand. Die gute Hand. You better not. Und ich lege das gleich unten drunter und wir können dann diese Saté-Spieße, legen dann so ein paar Grillspieße da rein, machen ein bisschen von der Saté-Soße drauf, ein bisschen hier von dem Sambal, worüber ich gleich erzähle. Und dann wickeln wir das einfach so ein und essen das. Das finde ich total geil. Das können wir komplett abgefahren dann so machen. Okay, so, ich mache den Grill auf, wie immer, kurz hoch und dann nach oben. Und guck mal, die beiden Brenner habe ich dir angemacht. Und ich habe hier auch wieder die Roste flachgelegt. Ja, ne? Wichtig. Wie also bei nicht, den, dass wir diese Spitzen. Kann man sich das merken, dass man es grundsätzlich bei Spießen eher die flache Seite. Mir fällt auf, dass da sich ein roter Faden durchzieht, sage ich mal. Also alles, was ich sonst irgendwie so mit den Streben wölben würde, was dazwischen steckt, wie Fisch oder wo du gut mit einem Wender oder so drunter kommen willst. Oh yeah. Nehme ich immer die flache Seite, weil im Notfall sollte hier irgendwas doch irgendwie ein bisschen ankleben oder who knows, kriegt man's kannst besser. Du immer noch mit einem Spachtel einmal drunter. Oh, das sieht aber, ja, guck mal. Immer, die habe ich aber auch, mehr hätte nicht drauf gedurft, sag ich mal. Nee. Ich mir Mühe gegeben, das Limit zu erreichen. Du hast die beladen wie ein indonesisches Fischerboot, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich dachte, ich passe mich hier dem Thema an. Ich brauche hier gar nichts mehr machen. Ab der nächsten Folge grillt Nora dann. Genau, also demnächst könnt mich Freddy Nora nennen und dann ist eigentlich, hat sich's erledigt. Ihr seht mich nur noch im Prequel, was wir dann später noch abdrehen, wie es dazu gekommen ist. Genau. So, guck mal, ich lasse das jetzt auch offen, weil traditionell werden diese Spieße natürlich über Holzkohle gegrillt, also über Glut. Wir machen es jetzt auf dem Gasgrill, weil wir einfach einen guten haben und der auch richtig Power hat. Da werden jetzt so 350 bis 400 Grad unten wirklich ankommen. Das heißt, von jeder Seite, ja, wir drehen es ein paar Mal, aber ich würde sagen, so in Summe vielleicht 5-6 Minuten grillen und dann hast nicht nur du, sondern habt auch ihr da draußen die geilsten Satay-Spieße ever. Dann lass uns noch mal gucken, was es dazu gibt. Also ich habe hier schon mal, damit du nicht wieder weinst, habe ich eben kurz Schalotten geschnitten. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die ja in Niederlanden großes Ding ist. Bei dem ganzen Saté und bei dem ganzen Frittierten kommt ja auch meist noch geschnittene Schalotte. Ja, Würfel es gibt oder immer sowas. Rohe Zwiebeln, auch auf die Pommes und sowas. Rohe Zwiebeln, das ist in Indonesien das Gleiche, beziehungsweise kommt wahrscheinlich daher. Frische Limette zum Drüberstreuseln, zum Drüberpressen. Und das, was ist das noch? Genau, gut, dass du es fragst. Das habe ich mitgebracht. Das ist nicht mega traditionell zu diesem Gericht. Das ist eigentlich so eine Beilage, die traditionell zu Nasi Goreng gegeben wird. Mhm. Das ist quasi gepickeltes Gemüse. Asar heißt das auf Indonesisch. Ich glaube, Asar heißt einfach nur so eingelegte Gurken oder eingelegtes. Okay. Und das ist quasi, sind so in den USA würde man sagen, sind Pickles. Ja, also okay. Verschiedenes Gemüse. Gurken. Ich kann dir das mal zeigen. Ist natürlich auch wie alles ein bisschen scharf. Ja, was? Sieht man gar nicht, nur dezent 15 bis 20 Chilischotenstücke drin. Genau, da ist quasi drin, das ist Chili, das sind so kleine Gurken, das ist gelbe Möhre und der Rest ist ein Sud aus Essig, Zucker, Salz und Wasser. Und du kannst ja mal probieren, wie gesagt, es ist ein bisschen scharf, ich gebe dir jetzt extra keine Chili. Aber das ist halt so frische Pickles, passen halt unglaublich geil dazu. Und das ist quasi noch die Beilage, die wir gleich drauf machen. Hat ein bisschen Crunch noch. Ja, ein bisschen Crunch und danke, dass du mir keine Chili gegeben hast. Mhm.
Nicht, dass ist schon auch ein bisschen scharf. Also ja, kennst du den Film Lola rennt? Mhm. Wir nennen die Folge heute Nora Weint. Nora Weint. Okay. Also genau. Es ist super lecker, muss ich ganz kurz dazu sagen. Es hat, wie du sagst, der Zucker macht es wahrscheinlich so sehr süßlich. Mhm, genau. Genau, zitronenreich, der Essig, die Gurke und die Chilis kommt richtig, richtig gut durch. Also du hast ja gleich auch noch das Fleisch, was das alles ist. Ich wollte gerade sagen, hat schon ordentlichen Schuss Chili. Also ich würde es jetzt nicht komplett so löffeln, genau. Aber mit der Satay-Soße, glaube ich, kann das ganz gut wieder ausgleichen. Guck mal, wir sind ja schon fast fertig. Wir legen diese Spieße da gleich einfach drauf. Ich lege hier mal zwei von den Perea-Blättern hin. Mhm. Oder drei, sieht ein bisschen schöner aus. Ne? Und dann würde ich sagen, warten wir noch ganz kurz auf die Spieße. Ja. Und richten wie immer hier an. Okay, Fredi, ich mache das, was ich am besten kann. Ich hole das Essen. Ja. Ich möchte es auch einmal, aber da möchte ich erstmal leicht. Richtig. Und dann ganz. Und dann hoch. Genau. Und wie du siehst, wir haben ja eben noch mal ganz kurz hochgelegt in die indirekte Zone. Das sieht aber wonderful aus. Ist aber auch schon auch heiß, sag ich mal. Soll ich dir helfen? Bitte. Komm, ich helfe dir. Mann, ich wollte einmal stark sein. Ist heiß, ne? Merkst du selber. Wollen wir das mal einmal noch so hier zeigen? Guck dir das mal an. Also Leute, wenn ihr das seht, so sieht für mich ein perfekt gegrillter Saté bzw. Sateispieß aus. Möchtest du vielleicht zur Ausspießung schreiten? Sehr gerne. Darf ich einfach kräftig ziehen? Genau, kräftig ziehen. Und ich komme hier. Oh, guck mal, wie das da rausläuft. Es ist jetzt schon wieder extrem heiß. Soll ich dir helfen? Nein. Okay. Doch. Okay. So. Ich hätte es eigentlich auch so gemacht. Guck mal. Ist das okay, das sieht sehr gut aus. Aber ich habe sie auch gespießt. Ein Lob, Freddy, bitte eins. Nora, du hast hart abgespießt. Was war das? Das war blöd. Können wir nochmal so ein No-Look? Komm, wir machen hier nochmal so ein Low-Five. Oh. Leute, wir sprechen, wir üben das bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal sitzt das. So, ich komme jetzt hier einfach noch mit ein wenig von der Satay-Soße, Erdnusssoße drüber. Guck mal, ich gebe das hier einfach so drüber. Boah, es ist, also, wenn man jetzt nicht nach Indonesien will, auf eine der 35.000 Inseln, die du eben erwähnt hast. Ganz genau. Du wolltest den Leuten noch mal alle... Du hast ja gut aufgepasst. Ja, du wolltest den Leuten noch alle Inseln noch mal aufzählen. Hast genau, du namentlich. Also das mache ich dann einfach bei der Reise, die wir gemeinsam machen. Da führe ich euch noch ein bisschen deeper in die Inselkulturen ein, in die verschiedenen. I love it. So, guck mal, ein bisschen von den Toppings drüber, ein bisschen Schalotte, ein bisschen Frühlingszwiebel und... Frühlingszwiebel und Lamedi. Lamedi? Früher war mehr Lamedi. Und nicht zu vergessen haben wir ja hier noch unseren Acher. Und da nehme ich mal den Löffel. Pack hier so ein bisschen was daneben. Und das, liebe Nora, ist mein Beitrag für Indonesien. Unser Beitrag. Guck mal, so ein bisschen von dieser Soße gebe ich hier auch noch drüber. Oh, es ist einfach wunderschön. Okay, liebe Nora, wie immer gebe ich dir eine Gabel zum Probieren. Aber ich dachte, wir rollen es ein. Ach so, wir können es einrollen. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ich würde aber sagen, da wollt ihr mir die Low-Carb-Schokolade enthalten. Aber lass doch erstmal pur probieren. Und okay, dann gute Idee. Ja? Also, ja. So, nimm alles so ein bisschen mit. Ja. auf uns. Es ist einfach nur geil. Das ist der offizielle Hut, wenn das Hühnchen perfekt ist, Leute. Wir können ihn nicht oft anziehen, aber das ist wirklich lecker, oder? Mhm. Nora sagt schon wieder gar nichts. Mhm. Ich bin schon langsam, aber also ja, komm. Guck mal hier. Ich rede das mit vollem Mund. Ich möchte jetzt auch mit so einem Schokoblatt hier. Jetzt noch ein bisschen mit dem Perea-Blatt. Und gibt es die extra Note nochmal? Ja, Nora, was sagst du? Lecker? Nachmachen? Okay, dann schließe ich heute mal ausnahmsweise. Ich stopfe es mir ganz kurz in die Backentaschen. Ganz hervorragend. Also wirklich eine wahnsinnig aromatische Mischung. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Redest du über uns oder über... Also in erster Linie über uns, aber ich würde sagen, der Spieß macht es uns gleich. Also unbedingt nachmachen,
Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Einfach nur ciao. Ciao. Danke, Wer. Hühnchen verabschiedet sich.